Mit dem Artemis-Programm will die NASA schon bald zurück auf den Mond. 12 Menschen haben ihn bislang betreten, alle waren Männer. Bei den nächsten Missionen sollen nun auch Frauen dabei sein. Forschende haben deshalb das größte Strahlenexperiment außerhalb der Erdlaufbahn gestartet. Sie wollen herausfinden, ob Astronautinnen anders auf die hohen Strahlenintensitäten im Weltall reagieren als Astronauten. Für das Projekt wurden 2 Puppen aus deutsch-israelischer Produktion tiefer ins All geschickt als je ein Mensch zuvor. Einmal um den Mond sind sie geflogen und wieder zurück. Die Strahlenmesspuppen Helga und Soha. Sie simulieren den weiblichen Körper einschließlich aller Organe. Während ihrer Reise haben eingebaute Sensoren gemessen, wie hoch die kosmische Strahlung in der Mondumlaufbahn ist. Mit den Daten sollen neue Schutzmaßnahmen für Astronautinnen und Astronauten entwickelt werden. Es gibt noch weniger Informationen über die Strahlenbelastung des weiblichen Organismus als über den männlichen. Für den männlichen hatten wir schon Experimente auf der Raumstation, aber jetzt für den weiblichen war diese NASA-Artemis-Mission eine perfekte Möglichkeit, eben diese Daten zu sammeln. Die kosmische Strahlung im Weltraum geht von hochenergetischen Teilchen aus, die von der Sonne und weiter entfernten Sternen stammen. Auf der Raumstation ISS dämpft das Magnetfeld der Erde diese Strahlung. In der Nähe des Mondes aber ist die Strahlung bis zu 3-mal höher als auf der ISS und etwa 700-mal höher als auf der Erde. Die Strahlung steht im Verdacht, Krebs zu verursachen. Da Frauen ein höheres Risiko haben, an Krebs zu erkranken, wurde die Strahlenbelastung an weiblichen Simulationen gemessen. Richtig so findet Astronautenanwärterin Thiele Eich. Wir hatten zwar schon über 600 Menschen im All, davon aber nur 11% Frauen. Und das hat viele Gründe, fängt schon ganz in der Historie an, als man sich bewusst dagegen entschieden hat, Frauen bei den medizinischen Richtlinien mit aufzunehmen, wenn es ums All ging. Man hat sie tatsächlich für zu komplex und auch irrelevant angesehen. Das ist heute anders. Die gesammelten Daten werden nun von einem internationalen Forscherteam ausgewertet.